Danke, Herr Abgeordneter Scholz. Für die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Heitsommer das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gleiche Bildungschancen und sehr gute Bildungsqualität – das sind die Ziele sozialdemokratischer Bildungspolitik. Wir haben als Koalition für alle ganz bewusst Bildung an den Anfang unseres Koalitionsvertrages gesetzt, weil die hessischen Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, sie sind unsere Zukunft. Und wir werden diesem Bereich die größtmögliche Aufmerksamkeit widmen. Für die SPD ist das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler dabei der Dreh- und Angelpunkt. Vor diesem Hintergrund ringen wir in intensiven Diskussionen um die besten Lösungen. Uns sind dabei alle Schülerinnen und Schüler wichtig. Wir denken vom Kind, wir denken von den Jugendlichen aus. Wir wollen, dass jedes Kind nicht gleich, sondern individuell angemessen und bestmöglich gefördert wird. Meine Damen und Herren, alle Kinder haben das Recht auf Chancengleichheit, und dafür steht die SPD in dieser Koalition. Meine Damen und Herren, die entscheidende Grundlage für gute Bildung ist ausreichend gut ausgebildetes Personal. Hessen geht jetzt als eines der ersten Bundesländer mit zielgerichteten Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung voran. Als SPD fordern wir schon lange, Menschen mit einem akademisch studierten Fach auf Master-, Magister- oder Diplomniveau den Zugang zum Referendariat bzw. den Quereinstieg zu ermöglichen und sie folgerichtig dann auch zu verbeamten. Auch die Anerkennung von Lehrkräften aus dem Ausland mit nur einem studierten Fach wird somit vereinfacht. Ich bin sehr froh, dass wir in der Koalition diese Chance extrem schnell entwickelt haben und dem Lehrermangel damit endlich ernsthaft, ehrlich und konsequent begegnen. Meine Damen und Herren, Quereinstiege vereinfachen, ohne Qualität zu senken, ist ein wichtiger und entscheidender Punkt. Gleichzeitig muss klar sein, dass Studium und Vorbereitungsdienst oder eine vergleichbare berufsbegleitende Qualifikation Voraussetzung bleiben, um verbeamtete Lehrerinnen oder Lehrer in Hessen zu werden. Der in dieser Plenarwoche vorliegende Gesetzentwurf ebnet hier dringend benötigte neue Wege. Meine Damen und Herren, es ist unsere Pflicht, mit unseren Lehrkräften fürsorglich umzugehen. Wir sehen, dass die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern anders geworden ist. Sie hat sich verdichtet. Neue Aufgaben sind hinzugekommen. In unserem Koalitionsvertrag haben wir deshalb vereinbart, dass wir die tatsächlich geleistete Arbeit der Lehrkräfte, insbesondere im außerunterrichtlichen Bereich, stärker berücksichtigen wollen. Wir werden reale Entlastungen schaffen. Der Zugang zu guter Bildung und gleichen Chancen auf gute Bildung sind aus zwei Gründen von besonderer Wichtigkeit. Durch gute Bildung gibt es für jede und jeden Einzelnen die Möglichkeit des individuellen Aufstiegs. Und dieses Versprechen, dass Menschen sich übrigens lebenslang durch Bildung qualifizieren können und sozial aufsteigen können, dieses Versprechen bedarf einer Erneuerung, meine Damen und Herren. Gute Bildung ist aber auch die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich an unserer Gesellschaft beteiligen können. Unsere Demokratie steht unter Druck.
haben wir eben auch noch mal eindrücklich hier erlebt. Wir sind alle auf die Beteiligung aller Menschen angewiesen. Menschen, die sich einbringen und unser Land gestalten, sie sind das Rückgrat unserer Demokratie. Theodor W. Adorno sagte, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Für uns bedeutet das, dass Demokratielernen und ein positiver Blick auf unsere Zukunft in der demokratischen Gesellschaft die zentrale Aufgabe der Schule ist und bleibt. Lehrkräfte, ob verbeamtet oder mit einem Vertrag angestellt, stehen in einem ganz bestimmten Treueverhältnis zu unserer Verfassung. Und das bedeutet eben auch, dass sie in einer ganz besonderen Weise für die Werte unserer Verfassung einstehen. Junge Menschen wachsen in unseren Schulen zu Demokratinnen und Demokraten heran. Neben politischer Bildung als Unterrichtsinhalt erleben Schülerinnen und Schüler Demokratie, aber auch ganz konkret in Schule. Sie lernen in demokratischen Verfahren, Konflikte und Probleme selbst zu lösen. Hier spielen Klassenrat und vergleichbare Instrumente eine wichtige Rolle. In den Schülerinnenvertretungen nehmen Schülerinnen und Schüler ihre Rechte wahr und agieren politisch demokratisch. Gelingende politische Bildung ist die Lebensversicherung unserer Demokratie. Die Prinzipien der Toleranz und des Respekts werden in unseren Schulen gelebt. Vielfalt ist Realität an unseren Schulen. Und wir begreifen Vielfalt auch weiterhin als Chance, gemeinsam zu wachsen. Vielfalt als Gewinn gilt für uns auch im Hinblick auf die angebotenen Fremdsprachen an unseren Schulen. Wir schaffen den Paradigmenwechsel. Einwanderungssprachen werden zu zweiten Fremdsprachen. Denn jede weitere Fremdsprache bietet bessere Bildungs- und Berufsperspektiven. Dies gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, deren Herkunfts- und Muttersprache unterrichtet wird. Wir bauen daher den Schulversuch Türkisch weiter aus und erproben den Ukrainischunterricht. Wir versetzen unser Bildungssystem so in die Lage, auf Veränderungen in der Schülerinnenschaft zu reagieren. So verwandeln wir Herausforderungen in Chancen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, genau. Wir sehen, dass es Schulen gibt, die besondere Herausforderungen haben. Je nach Umfeld der Schule und Zusammensetzung der Schülerschaft können die Bedingungen schwierig sein. Unser politisches Ziel ist, dass die an diesen Schulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben wie Schülerinnen und Schüler an Schulen mit günstigeren Rahmenbedingungen. Deshalb wollen wir zukünftig den schulscharfen Sozialindex schaffen. Dafür nehmen wir die Schulen in den Fokus und wollen diese Schulen zukünftig noch besser unterstützen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist das Startchancenprogramm, das in diesem Frühjahr beginnt. Für das Startchancenprogramm wurden schon Schulen aus allen Teilen unseres Landes ausgewählt. In den nächsten Runden kommen weitere unter Beteiligung der Schulträger hinzu. Der Bund übernimmt mit dem Startchancenprogramm in hohem Maße finanzielle Verantwortung. Diese Unterstützung ist konkret und landet dort, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Sie ist über einen längeren Zeitraum gegeben. Und leistet hier einen zentralen Beitrag zu Chancengleichheit. Unser Ziel ist, schlechtere Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern aufzufangen und so Chancen auf einen bestmöglichen Bildungsabschluss zu erhöhen. Damit fangen wir nicht erst bei Schuleintritt an. Bereits in den Kindertagesstätten findet Förderung statt. Wichtig ist, dass wir noch stärker auf das Übergangsmanagement fokussieren, damit die bereits erhaltene Förderung nahtlos weitergeführt werden kann. Wir wissen, auf den Anfang kommt es an. In den Grundschulen geht es darum, die Basics zu vermitteln. Nur wenn Kinder erfolgreich sind in Deutsch, in Lesen und Schreiben und in Mathematik, können sie den nächsten Schritt in Richtung Sekundarstufe und später in Richtung Beteiligung an unserer Gesellschaft gehen.
gerade die Aufgabe der Grundschullehrkräfte ist in den letzten Jahren immer herausfordernder geworden. Die Breite an individuellen Fähigkeiten, die Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen mitbringen, ist in den letzten Jahren größer geworden. Das erspare ich Ihnen jetzt nicht. Als ich als Grundschullehrerin vor 20 Jahren angefangen habe, konnte ich viele Fähigkeiten bei meinen Schülerinnen und Schülern als Gesetz voraussetzen, die die Lehrkräfte heute eben nicht voraussetzen können. Aus diesem Grund nehmen wir Lesen, Schreiben, Mathematik noch mehr in den Fokus der Bildungsinhalte der Grundschule. Mit der Schaffung der weiteren Deutschstunde in der zweiten Klasse zeigen wir, dass wir das Bekenntnis zu den Basics mit konkreten Maßnahmen verbinden. Weitere Maßnahmen wie breitere Unterstützung durch die digitale Diagnostik werden folgen. Grundschulen haben in unserem Land eine ganz zentrale Funktion, weil sie nämlich die einzigen Schulen sind, die von allen Kindern gemeinsam besucht werden. Und ich habe durch meine Arbeit als Lehrerin die Erfahrung gemacht, dass Grundschulen, das gemeinsames Lernen, dann erfolgreich ist, wenn es über ausreichend Ressourcen verfügt und wenn Heterogenität nicht als Hemmnis, sondern als Chance und Bereicherung begriffen wird. Meine Damen und Herren, für uns ist klar, dass kulturelle Bildung eben nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Der Zugang zu kulturellen Bildung muss allen Kindern ermöglicht werden. Und ja, meine Damen und Herren, dazu gehört auch der oft ins Lächerliche gezogene Schulversuch des Blockflötenunterrichts, der jetzt an 20 hessischen Schulen startet. Das Erlernen eines Instruments ist eine elementare Kulturtechnik. Wir alle hier wissen aber auch, dass im Moment nur eine Minderheit der Kinder in unserem Bundesland dazu Zugang hat. Denn es ist von den Ressourcen der Eltern abhängig, ob das Erlernen eines Instruments privat organisiert wird. Und ja, die Blockflöte ist ein Instrument, das häufig verlacht wird. Man kann bestimmt auch über mögliche Alternativen diskutieren. Sie ist aber eben auch ein Instrument, das zu den klassischen Einstiegsinstrumenten gehört und in der Schulentwicklung praxisnah integrierbar ist, meine Damen und Herren. Und Schulentwicklung funktioniert doch genauso. Es werden Projekte initiiert, sie werden ausprobiert, evaluiert und dann angepasst. Wir haben als Koalition das Ziel, das Erlernen eines Instruments im Sinne der Chancengleichheit für alle zu ermöglichen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Im Sinne der Schulentwicklung weiten wir derzeit auch noch ein weiteres erfolgreiches Projekt aus, den Unterricht in Wiederbelebung. Länder wie Norwegen und Niederlande haben dies längst etabliert. Die frühe Heranführung an einfache Maßnahmen wie Herzdruckmassage oder auch die Beatmung stellt dort ein bereits erprobtes Erfolgsrezept dar. Wir knüpfen daran an, in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung und der Björn-Steiger-Stiftung. 180 zusätzliche Schulen nehmen nun an diesem Modellprojekt im Rahmen von Projekttagen teil. Schülerinnen und Schüler lernen so früh, auch in Notfällen Verantwortung zu übernehmen. Schnelle und handlungsfähige Ersthilfe trägt erwiesenermaßen nämlich dazu bei, Leben zu retten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bringen den Ganztag voran. Und wir machen das nicht nur, weil wir gesetzlich zu ganztägigen Angeboten verpflichtet sind. Wir sind der Überzeugung, dass echte Chancengleichheit mehr Zeit braucht. In meiner Arbeit an einer gebundenen Ganztagsschule habe ich als Klassenlehrerin über viele Jahre gesehen und an den konkreten Biografien der Schülerinnen und Schüler erlebt, welchen Wert das ganztägige gemeinsame Lernen
Arbeiten und Leben für alle Schülerinnen und Schüler hat. Ganztag kann ganz unterschiedlich organisiert sein. Aber Ganztag bedeutet, dass in der Grundschule Kinder mit professionell arbeitenden Erwachsenen einen Großteil ihrer Zeit sinnvoll verbringen. Ganztag ist eine Alternative zu einsamer Zeit. Und einsame Zeit ist für viele unserer Kinder mittlerweile Realität. Und, meine Damen und Herren, Ganztag macht beides. Ganztag ist innovative Schulentwicklung und bietet Eltern die dringend nötige Betreuungssicherheit. Unsere Schülerinnen und Schüler sind die Fachkräfte von morgen. Hessen kann es sich nicht leisten, die Begabungen und Talente junger Menschen brachliegen zu lassen. Wir setzen dem Fachkräftemangel, der schon heute deutlich spürbar ist, etwas entgegen. Wir bauen die Berufsorientierung aus. Wir sorgen dafür, dass jeder Schüler den Berufsausbildungsweg findet, der ihren oder seinen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen gerecht wird. Für uns ist klar, ein erfolgreiches und erfüllendes Arbeitsleben setzt nicht zwingend das Abitur oder einen Hochschulabschluss voraus, sondern eine solide und breit aufgestellte Berufsausbildung kann zu demselben Ziel führen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Talente zum Beispiel im gewerblichen, im pädagogischen, sozialen, im kaufmännischen oder auch im medizinischen Ausbildungsbereich erkennen können. Wir wollen mehr Praktika und freiwillige Praktika ermöglichen. Wir meinen es ernst. Berufliche und akademische Bildung sind für uns gleichwertig. Und deshalb muss es auch in allen Schulformen Angebote zur Berufs- und Studienorientierung geben. Auch ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz ausdrücklich bei allen Lehrkräften und allen an Schule Beschäftigten bedanken. Es ist ihre Arbeit, die den Unterschied macht. Das verdient Anerkennung. Ich bin immer noch sehr froh darüber, über die längst fällige Anerkennung, dass Grundschullehrkräfte nach und nach auf A13 aufrücken. Aber dies alleine genügt nicht. Wir müssen an diesen Erfolg anknüpfen. Wir brauchen Entlastungen für alle Lehrkräfte an allen Schulformen. Wir arbeiten daran, dass dieser wunderbare Beruf auch attraktiv bleibt. Denn das ist immer noch die beste Maßnahme zur Lehrkräftegewinnung. Wir haben an unseren hessischen Schulen und in der hessischen Bildungslandschaft viele Baustellen. Das ist nicht neu. Aber wir stellen uns der Verantwortung, entwickeln die Schulen nach und nach weiter. Wir arbeiten entschlossen für eine gute Bildungsqualität und für gleiche Bildungschancen für all unsere hessischen Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Heidt-Sommer. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Abgeordneten May das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, im Vorfeld dieser Regierungserklärung hatte ich die große Hoffnung, dass der Kultusminister die Sommerpause nutzt, sich mit den wesentlichen Problemen unseres Bildungssystems auseinanderzusetzen, sie zu erkennen, sich dem auch zu öffnen und die Herausforderungen, die es im Bildungsbereich gibt, anzusprechen und auch Lösungsperspektiven hier vorzustellen. Aber diese Hoffnung wurde heute wieder bitter enttäuscht, denn anstatt sich damit auseinanderzusetzen, warum Hessen im Vergleich der Länder in Deutschland im IQB-Bildungstrend im Bereich Lesen deutlich schlechter abschneidet,
will der Minister mit uns eine Debatte über den Genderstar führen. Anstatt darüber zu reden, warum 30% der Jugendlichen die Mindestanforderungen in Mathematik nicht erreichen, möchte er lieber über Cannabis sprechen. Der Minister setzt wieder Themen in den Vordergrund, die mit den Problemen an unseren Schulen nichts zu tun haben. Denn es liegt nicht am Gendern. Es liegt nicht am Gendern, dass 1000 Lehrkräftestellen nicht besetzt werden können. Es liegt auch nicht an Cannabis, dass die Digitalisierung an unseren Schulen nicht vorankommt. All das sind Themen, die mit den Problemen an unseren Schulen nichts zu tun haben, Themen, für die Sie nicht zuständig sind. Und Sie tun das, damit Sie eben Ihre Untätigkeit hier kaschieren können. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und Herr Minister, es sind nicht nur die Kräfte der Opposition, es sind alle großen Bildungsverbände, die Ihnen diesen September vorgehalten haben, dass Sie sich hier mit Themen auseinandersetzen, die mit den Problemen im Bildungsbereich nichts zu tun haben. Das war der VBE, das war die GEW, das war der Philologenverband. Alle die sagen, kümmern Sie sich weniger um Cannabis, Blockflöte und Genderstar, sondern mehr um Schulabbrecherquoten, um Schulabstinenz und um darum, wie wir bei PISA besser werden, Herr Minister. Sie besprechen lieber Symbolthemen auch heute wieder wie die Bundesjugendspiele. Und ich muss sagen, mit Blick auf ein Interview, was ich im Deutschlandfunk gehört habe, dies nicht mal sehr kenntnisreich. Aber wie wir insgesamt die Lernleistungen unserer Schülerinnen und Schüler verbessern können, wie wir die Leistungen unseres Schulsystems verbessern können, dazu schweigen Sie sich lieber aus. Und wenn wir hier nicht im Bereich des politischen Raums wären, sondern im Bereich der Produktwerbung, da müsste man zu dem Titel Ihrer Regierungserklärung sagen, dass das schon fast in den Bereich der irreführenden Werbung geht. Denn wenn Sie hier über Tatkraft sprechen, muss man doch festhalten, selten gab es eine Landesregierung, die weniger Tatkraft hatte als diese. Und die konzeptionelle und politische Schwäche zeigt sich vor allen Dingen daran, was Sie alles nicht anpacken. Es fehlen noch tausende Ganztagsplätze an unseren Schulen, an unseren Grundschulen, damit alle Eltern, die das wünschen, einen Betreuungsplatz erhalten können. Die Stellen, auf die Sie heute verwiesen haben, sind doch die, die noch von der Vorgängerregierung geschaffen wurden. Es braucht jetzt aber einen Plan, einen Endspurt, wie wir bis 2026 den Rechtsanspruch erfüllen können. Aber anstatt eines regionalisierten Aufbauplans vertröstete der Minister bei der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn auf das Jahr 2029, sich bis dahin Zeit zu lassen. Das ist uns eindeutig zu langsam. Und anstatt sich mit den Schulen, mit den größten Herausforderungen zu beschäftigen und dort gezielt Kollegien zu entlasten und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche zu fördern, die es sehr schwer haben, kein Wort dazu, wie Sie beim Thema Multiprofessionalität weitermachen wollen. Wir wissen, dass wir viele Schulen haben, die besonders herausgefordert sind, was ihr soziales Umfeld angeht, wo Schülerinnen und Schüler sind, die es schwerer haben als andere. Und ich möchte der Koalition zurufen, öffnen Sie die Augen für die Herausforderungen, die Sie an diesen Schulen haben, wo die Aufgaben unserer Zeit liegen. Dort, wo Integration und Inklusion geleistet wird, wo Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag daran arbeiten, dass Kinder, die es nicht so einfach haben, die mit einem Ranzen voll Problemen in die Schule kommen, bessere Bildungschancen haben. Und ich würde mir wünschen, dass ein Kultusminister bei seiner Regierungserklärung das auch wahrnimmt, das auch bespricht, aber anstattdessen wieder hier kein Wort dazu. In der vergangenen Wahlperiode, da haben wir noch zusammen Schulsozialarbeit gestärkt, Schulgesundheitsfachkräfte eingestellt, sozial indizierte Lehrkräftezuweisung verbessert. Das alles haben wir gemacht, um die bestehenden Probleme an unseren Schulen zu bewältigen. Das war alles vor Ihrer Zeit. Was nehmen wir heute wahr, was dort hinzukommen wird, was Ihr Ausbaupfad ist? Gähnende Leere, nichts dazu in der Regierungserklärung. Und das zeigt, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit für die Koalition von SPD und CDU ein nachrangiges Thema ist. Und bei dem Startchancenprogramm, was ja die Kollegin Heidt-Sommer hier auch eingeführt hat, da wollte ja die Bundesregierung zusammen mit den Ländern etwas für mehr Bildungsgerechtigkeit unternehmen. Zusammen sollte ein großer Wurf daraus werden. Was macht Hessen? Nur bestehende Programme sollen angerechnet werden. Kein frisches Geld soll in die Hand genommen werden. Und das zeigt noch einmal, welche untergeordnete Rolle das Thema Bildungsgerechtigkeit für Sie hat. Tatkräftig ist die Landesregierung hingegen darin, Vorhaben zu vertagen. Digitalisierung des Unterrichts hat Zeit bis 2029. Ausbau an Grundschulen hat Zeit bis 2029. Erfassung des Unterrichtsausfalls
vom Amtsvorgänger noch gesagt, dass es zum Ende des vergangenen Schuljahres am Start sein sollte, ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Das alles zeigt, die Landesregierung legt die Hände in den Schoß, anstatt sich den wirklichen Problemen im Bildungsbereich zu widmen. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen sich den Herausforderungen im Bildungsbereich annehmen, anstatt sich auf Nebensächlichkeiten zu verlegen, denn diese Probleme werden nicht durch das Ignorieren weggehen. Auch beim Thema Fachkräftesicherung sind die Herausforderungen enorm. Und die meisten Maßnahmen, die Sie heute vorgetragen haben, sind auch solche, die in der Zeit eingeleitet wurden, die vor Ihrer Amtszeit gelegen haben. Einzige Ausnahme, das will ich deutlich anerkennen, ist der sogenannte Einfachlehrer. Dass Sie sich hier bewegen wollten, halten wir grundsätzlich für richtig. Aber hier wird auch noch zu debattieren sein, ob Sie dort nicht im Detail es etwas zu kompliziert machen, ob das nicht noch wirkungsvoller geht. Aber im Grundsatz stimmen wir Ihnen dazu. Gleichwohl möchte ich auch dazu sagen, ein Allheilmittel für den Fachkräftemangel ist das auch nicht. Und wir müssen Sie ermahnen, Ihre Aktivitäten auch darüber hinaus noch weiter voranzutreiben. Dort gäbe es noch weitere Instrumente, die man anpacken könnte. Beispielsweise haben unsere Nachbarländer schon Maßnahmen wie ein duales Lehramtsstudium oder einen Quereinstiegsmaster angepackt. Auch das sind Dinge, denen wir uns in Hessen nicht verschließen sollten. Grundsätzlich richtig halte ich auch die Aussagen, dass unsere Schulen zentrale Orte zur Wertevermittlung sind und dass dort Demokratielernen stattfindet. Die Landesschülerinnenvertretung hat ja auch die Landesregierung kürzlich dazu aufgerufen, die politische Bildung an allen Schulen zu stärken. Der Minister hat dazu treffend gesagt, dass es hier einige gute und laufende Maßnahmen gibt, die aber auch alle noch vor seiner Zeit entwickelt wurden. Die jetzt neu genannte Offensive zur Wertevermittlung beschränkt sich jetzt allein darauf, dass es spezielle Materialien für Kinder und Jugendlichen in Intensivklassen gibt. Die neu entwickelten Aktivitäten des Kultusministeriums sind also auf diejenigen beschränkt, die gezielt in deutscher Sprache gefördert werden. Ich glaube, wenn man die politischen Probleme im Kontext mit Extremismus in unserem Land betrachtet, kann man nur sagen, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein. Ich zitiere mal aus den einleitenden Worten des Innenministers im aktuellen Verfassungsschutzbericht, den wir jetzt alle in die Fächer bekommen haben. Ich zitiere, die größte Gefahr für unsere Demokratie geht unverändert vom Rechtsextremismus aus. Recht hat der Innenminister, würde ich sagen. Und von daher, wenn wir sehen, angesichts der Zunahme politischer Desinformation über die sozialen Medien, brauchen wir doch eine Stärkung der politischen Bildung an allen Schulformen. Wenn Frau Wagenknecht und Herr Höcke mit Unterstützung aus Moskau über TikTok und anderes versucht, unsere junge Generation zu manipulieren, dann müssen wir doch etwas dagegen setzen. Und da müssen wir dringend nacharbeiten. Und nun gab es hier eine Regierungserklärung und einen Redebeitrag des Koalitionspartners SPD. Frau Heitz-Sommer, ich finde das schon bemerkenswert, dass Sie zur Regierungserklärung des Kultusministers sich eher randweise eingelassen haben, sondern eher so Ihre eigenen Vorstellungen genannt haben. Ich würde sagen, ein Schuh würde daraus werden, wenn Sie das, was Sie an Vorstellungen haben und was Ihr Koalitionspartner an Vorstellungen hat, wenn Sie das im Vorfeld übereinander bringen würden und dort eine Regierungspolitik aus einem Guss daraus entstehen würde. Weil das, was Sie hier vorgetragen haben, war viel Richtiges mit dabei. Aber es fand sich halt davon so wenig bis gar nichts in der Regierungserklärung der Landesregierung drunter. Und von daher würde ich sagen, so geht das nicht. Und es ist zwar vielleicht gefühlt schon etwas länger her, aber man kann ja sich durchaus die Debatten, die wir hier vor einem Jahr geführt haben, noch nachlesen. Und mir ist das noch deutlich in Erinnerung, welche Forderungen und Versprechen von Seiten der SPD seinerzeit hier im Landtagswahlkampf ins Feld geführt wurden. Ich kann mich daran erinnern, dass dort gesagt wurde, wenn die SPD an die Landesregierung kommt, werden 12.000 Lehrkräftestellen geschaffen. Im Nachtragshaushalt wurden aber 200 erstmal gestrichen. Das ist also nicht mal in Ansätzen das Richtige, was Sie hier tun, sondern die ganze Richtung der Politik stimmt nicht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie in wie vielen Fragestunden und anderen Mitteln die SPD eine Statistik über ausgefallene oder vertretene Unterrichtsstunden eingefordert hat. Was das Erste, was passiert, wenn Sie in der Regierungsbeteiligung sind? Das weitgediehene Projekt zur Erfassung der ausgefallenen Stunden wird auf unbestimmte Zeit vertagt. Und ich sage Ihnen, auch wenn Sie die Veröffentlichung der Zahlen jetzt unterbinden wollen,
Die Herausforderung wird dadurch nicht kleiner und auch hier stimmt die ganze Richtung nicht. Und weil Sie das eben gerade hier auch noch mal selber eingeführt haben, möchte ich es Ihnen auch nicht ersparen. Zum Thema Türkisch als Fremdsprache haben Sie uns, ich zitiere das mal noch mal wörtlich, zum Schulversuch Türkisch vorgehalten, es sei ein Zeichen der Missachtung. Wenn Sie als SPD das jetzt hier als großen bildungspolitischen Erfolg verkaufen wollen, muss ich doch mal sagen, irgendwas passt da in dem, was die SPD vor einem Jahr war und was die SPD heute so erklärt, irgendwie nicht mehr zusammen. Und mein Thema, was die junge Generation auch, glaube ich, immer noch beschäftigt und was wir in jeder Besuchergruppe auch erfahren, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Folgen der Corona-Pandemie um? Die jungen Leute haben das noch präsent. Für sie ist das ein einschneidendes Erlebnis gewesen, dass sie viel Zeit nicht in die Schule gehen konnten. Und wir haben die Ergebnisse der Vergleichsstudien ja gesehen, wo zum Beispiel PISA im letzten Jahr gesagt hat, dass der Rückgang der Kompetenzen, das ist ein Zitat, dem durchschnittlichen Lernerfolg eines ganzen Schuljahres entspricht. Was macht die Landesregierung, um den Jugendlichen zu helfen? Sie streicht das Aufholprogramm Löwenstark zusammen, das genau dafür eingesetzt wurde, um den Jugendlichen etwas zurückzugeben für die Entbehrung der Pandemie. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass bei Ihnen die Bildungspolitik die vollkommen falsche Richtung nimmt. Und um das, die Folgen der Corona-Pandemie noch mal greifbar zu machen, will ich auch ganz klar sagen, es geht nicht nur um Kompetenzaufbau, sondern es geht hier auch um psychische Probleme, es geht auch um Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Ich zitiere aus einem Artikel der Frankfurter Rundschau zum Thema Frankfurter Gesamtschulen Lehrkräfte am Limit. Zitat, infolge der Pandemie gäbe es zunehmend SchülerInnen mit psychischen Auffälligkeiten und wir haben ein ganz großes Problem mit Schulabsentismus. Oder ich zitiere den Vorsitzenden des Schulpsychologenverbandes, Hans-Joachim Rötlein in der Süddeutschen Zeitung vom 17. März. Zitat, für den Mainstream sei Corona vielleicht vorbei, aber es gibt so viele Kinder, die konzentrations- und aufmerksamkeitsgestört sind. Zitat Ende. Und welche Stellenwert die Corona-Folgen und das Aufholen für die Landesregierung am heutigen Datum haben wir gesehen. In der Regierungserklärung keine Silbe dazu, die Defizite, die durch Corona entstanden sind. Sie wollen nicht mehr helfen, sie zu begrenzen, sondern sie lassen die Schülerinnen und Schüler damit allein. Und auch beim Thema Digitalisierung geht es nicht voran. Anstatt die Chancen der Digitalisierung für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen zu erschließen, erschöpfen sich die Aktivitäten der Landesregierung in kleinen Projekten und ein Vertrösten auf später. Dabei könnte damit die Arbeit unserer Lehrkräfte einerseits ergänzt und andererseits wirkungsvoll entlastet werden. Wir brauchen hier nicht Maßnahmen, die ein paar wenige Schulen erreichen, sondern eine Digitalisierung der Breite der Schulen. Unserer Auffassung nach ist es erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe grundsätzlich mit einem digitalen Endgerät in der Schule arbeiten. Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht muss Standard sein und standardisiert werden. Wir müssen raus aus der Computerraumlogik dieser Landesregierung hin dazu, dass digitale Medien zum Standard in der weiterführenden Schule wird. Auch da haben wir heute nichts zu erfahren. Wir wollen, dass allen Lehrkräften ein Katalog zur Verfügung gestellt wird, wo sie wissen, anhand der Curricula, in welchen Fächern und Jahrgangsstufen geeignete Programme sind, wie in den verschiedenen Unterrichtseinheiten digitale Mittel am besten angeboten werden können. So entlasten wir Lehrkräfte, so verbessern wir Bildung an unseren Schulen mit mehr individueller Förderung, mehr Diagnostik und mehr Eigenverantwortung im Unterricht. Aber auch das, auch dazu haben wir von der Landesregierung heute nichts erfahren. Schwarz-Rot hat hingegen nach einem halben Jahr kaum etwas im Bereich der Schulpolitik vorzuweisen. Viel schlimmer noch, sie hat auch nicht vorzuweisen, wo sie hin möchte. Das hat die Regierungserklärung gezeigt. Dass sich der Minister heute wieder mit viel Pathos über Themen ausbreitete, für die er nicht zuständig ist oder die seinen Bereich nur randweise betreffen, unterstreicht die Kraftlosigkeit der Koalition. Und da, wo der Minister konkrete Projekte beschrieb, waren dies bis auf sehr wenige und auch kleine Ausnahmen eher Dinge, die von der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht wurden. Allein anwesend zu sein, reicht eben nicht aus für eine gute Schulpolitik und ihre Untätigkeit wird den Bildungsstandort Hessen auf Dauer schwächen. Ich fasse zusammen. Wir haben
von Ihnen gehört, kein Plan zur Digitalisierung, kein Plan für mehr Bildungsgerechtigkeit, kein Plan, um die Lücke beim Ganztag zu schließen, kein Plan, wie die Ergebnisse in den vergleichenden Untersuchungen besser werden sollen, kein Plan, wie die Corona-Lücke bewältigt werden sollen. Auf die zentralen Fragen unserer Schulen haben Sie keine Antwort gegeben. Nichts als gehende Leere in dieser Regierungserklärung. Applaus